Hallo ihr Liebenden und mutigen Seelen, ich grüße euch ganz herzlich mit der Ankündigung zu einem kleinen Adventskurs. Also wer mein Sperrnächte-Video schon gesehen hat, da habe ich ja schon drüber gesprochen. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich drehe mal noch einen Trailer direkt dazu. Also das Sperrnächte- und Adventsvideo verlinke ich dir hier nochmal drunter. Und wer sich interessiert, also diese Zeit mit mir zusammen zu begehen, der kann sich gerne anmelden. Ich habe mir verschiedene Kursmodelle überlegt. Das günstigste wäre die Reise mit den großen Arkana. Das heißt, das sind ja, die Entwicklungsstufen im Rider-Waite-Tarot, also im Hinblick auf die Alchemie der Seele. Das heißt, vom 1.12. bis zum 21.12. gehen wir also quasi die großen Arkana durch und werden aber natürlich eben den Fokus also auch auf diese Adventszeit und Sperrnächtezeit eben legen in dieser Zeit. Es geht also um die Alchemie der Seele, um Transformationsthemen, um Entwicklungsschritte der Seele, wie die also quasi in den großen Arkana ablesbar sind und was jeder Tag, jeder einzelne Tag im Dezember also für eine Aufgabe an uns stellt. Und so kannst du also quasi deinen individuellen Themen im Spiegel des Tarots und der großen Arkana einfach beleuchten. Das wäre also so die günstigste Variante. Es sind drei Videos, etwa eine Stunde lang. Also in 7er Schritte habe ich das gestaffelt, wo du also jeden Tag sehen kannst, ja, worum geht es heute und eben auch das Tarot vielleicht ein bisschen besser kennenlernen kannst. Also ich habe das damals noch quasi aus direkter Mund-zu-Mund-Einweihung gelernt, habe da natürlich auch eine ganze Menge drüber gelesen und eben auch vor allen Dingen über die Symbolsprache, also in der mittelalterlichen Mystik, noch viel, viel besser entschlüsseln können als das oder lernen können, als das halt in den meisten ja, Tarotbüchern so zu finden ist, die so auf dem spirituellen Markt erhältlich sind. Ja, also wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne an per WhatsApp oder per E-Mail und dann habe ich noch einen ausführlicheren Kurs, also für alle die, die sich eben ja, wirklich tief in die Seelengefilde begeben wollen und auch mit Meditationen arbeiten wollen. Also den Sperrnächte- und Adventskurs, der geht über 4 Wochen dann. Also vom 1. Advent bis zum 4. Advent bekommst du jeweils ein Video über das Thema der Adventswoche, aber eben auch mit Riten der Sperrnächte vermischt. Also ich mische da sozusagen also christliche und heidnische Traditionen verbinde ich einfach wieder zusammen, weil ich denke, dass das also ganz wichtig ist, dass wir irgendwie in den Frieden finden und eben ja, die gesunden Urgründe in beiden Dingen einfach wiederfinden können. Und ja, genau, also es geht darum, das Seelenhaus zu bereisen, im metaphysischen wie im physischen Sinne. Das heißt, es geht um Aufräumen und um Absperren auch, ja, also die Dinge zu bereinigen und eben auch zu schauen, was sagt unser äußeres Haus und über unseren seelischen inneren Zustand aus, wie können wir von innen nach außen wirken, aber auch wie können wir mit Ritualen von außen nach innen wirken. So gehen wir also quasi verschiedene Gemächer unseres Seelenhauses innen wie außen durch in dieser Zeit und widmen uns also verschiedenen Themen. Und es wird dann also quasi 4 Meditationen auch geben, also 3 erstmal zu den verschiedenen Stufen unseres Seelenhauses. Also ich würde sagen Keller, dann also so die Wohngefilde und das Dachgeschoss. Man könnte das auch gleichsetzen mit also dem Es, dem Ich und dem Über-Ich. Ja. Also diese Instanzen zu verbinden. Und in der 4. Woche geht es also um die Alchemie. Es geht um die innere Familie. Also wie wir quasi innerem Mann und innerer Frau und innerem Kind begegnen können auf diesen Reisen, was sie uns erzählen, was sie uns mitbringen können und wie wir uns also quasi ja, durch die Initiationsthemen des Jahres manövrieren können und die eben im besten Falle hoffentlich vor der Sonnenwende oder mit der Sonnenwende dann eben auch abschließen können, um quasi empfangsbereit zu sein für die Energie des neuen Jahres, dann in den Rauhnächten. Also wenn dich das interessiert, melde dich gerne an per E-Mail oder per WhatsApp. Die Informationen findest du in der Videobeschreibung oder in dem ersten Kommentar verlinkt. Ich freue mich auf dich und sage bis bald. Tschüss!